geschüttet und dann haben die Trainer zu Recht gesagt, alle, die nicht mehr zum Einsatz kommen, ganz schnell ins Hotel duschen. Es war relativ froh, dass das, wie schon vorher gesagt, vom Namen her ein sehr, sehr guter Gegner ist, der richtig guter letzter Test ist. Es ist ja dann auch so, dass der Großteil der Spieler. Ich gehe davon aus, nach dem verlorenen Finale letzten, ich glaube 30. April war es, wollt ihr alle miteinander wieder dorthin und zweimal mit in Klagenfurt und hat das leider zweimal mit einem negativen Ende für uns gehabt und was da die Rapid-Fans immer auf die Beine stellen unten ist eigentlich ein Wahnsinn und regierenden polnischen Pokalsieger, weil wir gerade vom Cup gesprochen haben, 20 Mal in Polen konnte Legia den Cup gewinnen, zuletzt jetzt Ende vergangener Saison. Auch der Trainingsplatz, auf dem wir wirklich gefühlt 20 Mal Wort, seit wir hier sind, richtig gute Qualität, exklusiv für euch reserviert gewesen. So, hat nichts zu wünschen übergelassen, oder? Ja. Die halbe Österreicher Liga. Wir haben den LASK schon gesehen, die haben letzte Woche 200 Meter Luftlinie von uns das Match gehabt, wie wir gegen Slowacko gespielt haben. Sturm Graz ganz in der Nähe. Fliegen auch morgen nach Hause bei dir. Die WSG Tirol kommt auch noch, glaube ich, heute an. Also mehr Bundesliga-Clubs derzeit in der Türkei als in Österreich. Spüren. Einfach um zu Torschancen zu kommen. So, Autowurf für Legia Warschau. Ganz goldene Zeit der Neuzeit von Legia ist schon ein paar Jahre her, aber die haben dann zwischen 2013 und 18, da haben sie wirklich den polnischen Fußball dummer abgefälscht und kam recht dankbar für einen Torhüter dann in den Fünfer. So, Laufduell mit dem Nana, netten, typischen, hat ein paar technische Probleme, die sind hinter alles zu lösen. Jetzt ein Angriff unserer Mannschaft. Marco Gröhl sprintet dann auf einem sehr weiten Pass, ist da links an der Cornerbahn draußen und wird regelwidrig vom Ball Doppelpack gefeiert, denn mit der letzten Aktion des Spiels ein Freistoß von Philipp Wiedra, wo ist er gelandet? Nick, was sagst du zum bisherigen Spiel? Erste Halbzeit torlos, 0:0. Deine Eindrücke, deine Bewertung deiner Mannschaftskollegen? Ja, ich finde, wir sind gut reingestartet. Wir sind eigentlich von Wiedra sehr gut raus. Der 11. Tag im Training, glaube ich, schon eine sehr lange Zeit. Für dich zufriedenstellend gelaufen, für euch als Mannschaft? Ja, also ich kann so sagen, dass die Bedingungen hier einiges besser sind. Ja, natürlich, also ich glaube, wenn man wieder nach Hause kommt ins gewohnte Umfeld. Ja, also freue mich schon wieder zu leben.